Steinburg, Sachsen-Anhalt. In diesem Steinbruch werden im Sommer 2007 seltsame Spuren gesichtet. 240 Millionen Jahre ist das Gestein alt. Haben hier einmal Saurier gelebt? Jahrhundertelang sind die Spuren unbeachtet geblieben. Erst der Paläontologe Caius Diedrich hat sie freigelegt. Die Spuren aus Bernburg. Sie erlauben uns einen einmaligen Blick in die Welt der Saurier. Mittlerweile sind die wichtigsten Spurenfolgen aus dem Fels gelöst und gesichert. Hier im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale werden sie gesäubert und restauriert. Auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen. Tagsüber trete ich selbst auf diese Spuren. Bei normalem diffusen Licht sehe ich auch die Spuren kaum. Erst ein einfacher Trick macht sichtbar, was bei normalem Licht unsichtbar ist. Mit einem schräg einfallenden Licht, dann hat man plötzlich ein Spurenmeer und jeder kann tatsächlich relativ schnell diese Spuren dann auch erkennen. Manche der Spuren sind klein und zart, wie die von Vögeln. An manchen Stellen wirkt die Erde wie zertrampelt. Und eine Spur ist größer als die eines Elefanten. Und das ist natürlich eigentlich unser Highlight. Solche großen Abdrücke kennen wir eigentlich gar nicht aus der Zeit hier in Mitteleuropa. Und das wirft natürlich viele Fragen auf, besonders zu dem Erzeuger. Betrachtet man die Spuren aus der Vogelperspektive, erkennt man sogar die Laufwege. Bis heute gibt es keinen Ort, an dem man Laufwege von Sauriern über so lange Entfernungen verfolgen kann. Mindestens drei verschiedene Tiere müssen hier entlang getrampelt sein. Ihre Spuren scheinen sich zu kreuzen. Sind sie sich begegnet? Wie sahen sie aus? Primehouse Productions Berlin. Normalerweise entstehen hier Computerspiele. Mit Hilfe von zwei Computergrafikern wollen wir uns auf eine einmalige Zeitreise begeben. Also ich mache Feuer, Wasser, Rauch, Explosionen und Magie. Wir haben natürlich auch schon Spiele gemacht, wo es Monster gibt, die dann Saba aus dem Mund laufen lassen oder irgendwelche magischen Effekte. Wir bringen die Experten der Fantasie mit Caius Diedrich zusammen. Im Gegensatz zu ihrer normalen Tätigkeit sollen die Grafiker diesmal im Dienste der Wissenschaft tätig werden. Sie sollen aus den in Bernburg gefundenen Spuren eine Welt rekonstruieren, die es wirklich gegeben hat. Na, erstmal brauchen wir schon mal eine gute Vorlage für die Figuren, dass die Figuren halt die richtigen Proportionen haben, ein passendes Skelett dann drin. Idealerweise brauche ich vielleicht schon Filme oder Clips von Bewegungen, wie ihr euch das vorstellt. Also ihr müsst irgendwie sagen, wie ihr euch vorstellt, dass die Figur sich bewegt. Die Suche nach dem Saurier-Code beginnt. Für uns wird es eine Reise um die halbe Welt. Ja, das Erste, was wir eigentlich hier ganz auffällig sehen, das sind Trockenrisse. Also hier verlaufen Risse durch diese Platten, die will sich überall fortsetzen. Die erste Frage: Wie könnte die Landschaft damals in Bernburg ausgesehen haben? Das heißt, wir wissen eigentlich aus der Situation nur, dass hier ein Bereich gewesen ist, der mit Wasser gesättigt war und periodisch ausgetrocknet ist. Ein extrem flacher, wüstenähnlicher Strand. Und eine Sonne, die den ganzen Tag erbarmungslos brennt. So könnte die Landschaft damals ausgesehen haben.
Wir reisen auf die arabische Halbinsel. Hier in der Nähe von Abu Dhabi gehen Strand und Wüste ineinander über. Hier hoffen wir, Bedingungen vorzufinden, die mit denen vor 240 Millionen Jahren im heutigen Europa vergleichbar sind. Der erste Strand. Ist dies die Landschaft, in der einst Saurier zu ihren Wanderungen aufbrachen? Caius Diederich ist noch nicht zufrieden. Er will weg vom Küstenstreifen, weiter ins Innere des Wattenmeers. Dorthin, wo die Flut nur selten hinkommt. Dies ist kein Strand, wie wir ihn kennen. Mit seinen Trocknungsrissen sieht er der Grabungsplatte aus Bernburg zum Verwechseln ähnlich. Und ich werde mal einen solchen Polygon aufnehmen, der, wie gesagt, wie eine lederartige Schicht auf dem Sand liegt, und klappe den einfach mal um. Wir sehen, darunter ist der Sand. Und wenn wir nun einen solchen Polygon aufbrechen, dann sehen wir zuerst auch, dass es relativ schwarz ist durch die Bakterienmatten und organische Reste. Wir sehen aber auch feine Schichtungen. Und diese feinen Schichtungen kann man dann besser verfolgen, wenn man sie später anschneidet. Und das Gleiche macht man auch dann mit den Gesteinen in Bernburg. Dort werden die Gesteine durchgeschnitten und man sieht, dass diese Schichten millimeterdünn aufgebaut werden. Doch reicht der Augenschein? Eine Sedimentprobe soll letzte Sicherheit über die Vergleichbarkeit der beiden Landschaften bringen. Geoforschungszentrum. Der Geologe Dr. Achim Brauer soll für uns die Bodenprobe aus Abu Dhabi mit einer Gesteinsprobe aus Bernburg vergleichen. Was wir hier eben auch schön sehen, ist so ein Wechsel. Wir sehen auch hier einen Wechsel zwischen einer hellen Phase, einer hellen Schicht und eben diesem dunkleren im oberen Bereich. Das erinnert ein bisschen auch an diese Hell-Dunkel-Wechsel. Und da wäre es natürlich spannend herauszufinden, ob das tatsächlich ähnliche Prozesse sind, ähnliche Mechanismen, die dahinter stehen. Für eine Analyse muss der Stein zunächst zersägt und dünn geschliffen werden. Doch wie vergleicht man zwei so unterschiedliche Dinge wie einen Stein und eine Sandprobe? Das Geoforschungszentrum Potsdam ist weltweit einer der wenigen Orte, an dem die hierfür notwendigen Techniken beherrscht werden. Auch der Sedimentkern aus Abu Dhabi wird aufgeschnitten. Dem Sediment werden kleinere Proben entnommen. Diese Proben werden etwa 15 Minuten in flüssigem Stickstoff bei minus 190 Grad Schock gefroren und kommen dann für 48 Stunden in die Gefriertrocknung. In Kunstharz getränkt wird auch das weiche Sediment dann hart wie ein Stein sein. Während wir noch auf das Ergebnis der Analyse warten, sind die Aufnahmen, die wir am Strand von Abu Dhabi gemacht haben, bereits die Grundlage für die Rekonstruktion unserer Urzeitwelt am Computer in Berlin. Wir haben erstmal eine Grundfläche gestaltet in Verbindung mit dem Hintergrund und das Ganze so gemacht, dass es aus der Position, wo wir uns meistens befinden, also in der Mitte des Geschehens mit Blick auf in die Ferne, dass es aus der Situation gut aussieht und aus der Ferne oder aus der ganz Weiten drauf sieht oder so, sieht es natürlich schlimm aus. Wir haben einen ziemlich guten Spielraum, in dem wir uns aufhalten können, in dem wir alles drehen können, sozusagen. So oder so ähnlich muss es damals in Bernburg ausgesehen haben. Die Sonne brennt den ganzen Tag mit unbändiger Kraft. Vegetation gibt es kaum.
Welche Tiere können in einer so unwirtlichen Gegend überleben? Wovon haben sie sich ernährt? Eine Antwort können uns nur die Spurenfolgen auf der Steinplatte geben. Und wir sehen, dass hier ein Druck kommt, dann kommt hier der nächste. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Druck und hier einen. Dann ist wieder auf der gegenüberliegenden Seite sind wieder zwei. Und dann gehen wir wieder hier rüber, dann haben wir auch wieder zwei. Von wem stammt die kleinste Spur? Gibt es ein Skelett, zu dem die Fußabdrücke passen? Es kann nicht viel größer als ein Vogel gewesen sein. Doch Vögel gab es damals noch nicht, vor über 240 Millionen Jahren. Wir sind auf dem Weg in die Schweiz. Das Paläontologische Museum der Universität Zürich beherbergt eine der größten Sammlungen an Saurierskeletten. Wir zeigen dem Sammlungsleiter Heinz Furrer ein Foto unseres Fußabdruckes. Und der vergleicht es mit den Fußknochen eines seiner kostbarsten Exponate. Ja. Da haben wir die Mittelfußknochen, die langen Zehenknochen mit den immer feiner werdenden Knöchelchen und die etwas zerfallenen Knochen der Krallen. Dieses Fossil ist 240 Millionen Jahre alt. Und wir nehmen an, dass das Tier auf dem Land gelebt hat. Es hat so lange Beine und die Beinknochen, Oberschenkel- und Unterschenkelknochen, die sind hohl. Und das ist typisch für ein landbewohnendes Tier. Die Fußanatomie scheint genau zu dem in Bernburg gefundenen Fußabdruck zu passen. Macrocnemus, so haben die Wissenschaftler das kleine Tier genannt. Wenn wir das Gebiss anschauen, diese ganz feinen, spitzen Zähne, nehmen wir an, dass es ein Fleischfresser war. Und wenn wir überlegen, was da in Frage kommt, dann wissen wir, dass es dort Insekten gab auf dem Land. Und es gäbe auch im Meer, hätte es Fische gehabt. Möglicherweise ist das Tier auch mal ins Meer gegangen und hat gefischt. Wir geben uns mit dieser Spekulation nicht zufrieden. Wie hat sich Macrocnemus bewegt? Wie sah er wirklich aus? Wir wenden uns wieder den Fußabdrücken zu. Dann sehen wir noch, dass die Zehen, die ja sehr gut abgedrückt sind und gut zu sehen sind, nach innen drehen, also zur Körpermitte hin. Man würde ja eigentlich erwarten, dass die nach außen drehen. Das tun zum Beispiel auch die Füße bei modernen Eidechsen. Ist unser Spurenerzeuger eine Art Eidechse? Mit einer lebenden tropischen Eidechse, einem Iguana, wollen wir die Probe machen. Wir wollen die Fährte, die er macht, mit den Fährten im Steinbruch von Bernburg vergleichen. Das heißt, wir nehmen also eine moderne Eidechse, die eventuell auch etwa der Proportion, den Größen entspricht, so wie wir uns das momentan vorstellen. Dass wir sehen, wie sind die Hand- und Fußabstände, was können wir daraus auf die etwas kleineren Spuren, die wir in Bernburg gefunden haben, schließen. Also können wir über die Körperproportion was herausbekommen des fossilen Erzeugers. Das Ergebnis? Die Spuren sind ähnlich, aber nicht identisch. Die Füße sind nach innen gedreht, so wie bei der versteinerten Spur. Doch unser Tier in Bernburg muss größer und kräftiger gewesen sein. Auch die Schwanzspur, die unsere moderne Eidechse hinterlässt, fehlt bei der Ausgrabung. Unser Macrocnemus muss seinen Schwanz also höher getragen haben als die moderne Eidechse. Das ist Aktualismus und damit kommt man viel weiter als mit irgendwelchen hypothetischen Rekonstruktionen. Und noch eine Frage stellt sich. Wie kann es sein, dass eine am Strand in den Sand gezeichnete Spur sich überhaupt über Jahrmillionen erhält und versteinert, wenn schon eine einfache Welle jeden Eindruck wegspült? Wir wiederholen unser Experiment mit der Eidechse am Strand von Abu Dhabi. Und wir drehen mit einer Spezialkamera, die es uns erlaubt, den Bewegungsablauf für die spätere Animation am Computer genau festzuhalten.
Nicht mit der Wucht einer einzigen Welle, sondern ganz langsam überspült sie die Spur des Iguana. Und obwohl die Spur noch gar nicht richtig ausgetrocknet ist, bleibt sie erhalten. Wie ist das möglich? Wir sind wieder in Potsdam. Im Geoforschungszentrum warten wir auf das Ergebnis unserer Analyse. Dr. Achim Brauer begutachtet die dünn geschliffenen Sedimentproben mit einem Polarisationsmikroskop. Ja, wir haben jetzt hier einen Dünnschliff vor uns von dem Sediment aus Abu Dhabi, von dem Küstensediment. Und wenn Sie sich erinnern, was wir gesehen haben, als wir das aufgeschnitten haben, dass es da helle und dunkle Lagen gibt. Und wir haben jetzt hier gerade einen Ausschnitt von einer dieser helleren Lagen drin. Und was wir da sehen, das ist also überwiegend aus verschiedenen Komponenten aus Kalkstein besteht. Kalk, nicht Sand, das ist der Hauptbestandteil des Strandes in Abu Dhabi. Einmal trocken, härtet er aus wie Zement. Doch Achim Brauer entdeckt noch etwas anderes. Bei den dunklen Schichten handelt es sich um Algenmatten. Es ist zu vermuten, dass wenn diese Algen Matten an der Oberfläche sind, dass es sich Krusten bilden an der Oberfläche, die relativ hart sind. Und wenn die eingedrückt werden, eingetreten werden, dass die dann auch stabil sich erhalten und vielleicht mit dem nächsten Wasser, was einläuft, was dann keine, sagen wir mal, keine katastrophale Flut sein darf, sondern wie gesagt ein seichtes Wasser, dass diese Trittspuren oder diese Eindrücke dann ausfüllt mit solchem feinen Kalkgeröll, dass das dann erhalten bleibt. Und das Gestein aus Bernburg? Auf den ersten Blick sieht es vollkommen anders aus. Es besteht zwar ebenfalls weitgehend aus Kalk, aber die für Abu Dhabi so charakteristischen Algenmatten scheinen zu fehlen. Wenn man genau hinschaut in einzelnen Stellen, das sind solche schwarzen, dunklen, runden Punkte hier. Das kennen wir aus jüngeren Sedimenten, aus Seesedimenten, da wo wir normalerweise arbeiten, dass das Komponenten sind, die sich sozusagen dort bilden, wo organisches Material sich zersetzt. Möglicherweise sind diese Eisensulfide, die wir hier erkennen, Reste oder nochmal Anzeichen dafür, dass es hier auch mal solche organischen Lagen gegeben haben muss. Das also ist der Mechanismus, der die Versteinerung bewirkt. Hinterlässt ein Tier auf der noch weichen Oberfläche eine Spur, verfestigen Algen den Abdruck und trocknet die Sonne den Bereich anschließend aus, dann brennt sich die Spur unauslöschlich in den Boden ein, wie in Bernburg. Auch die nächste Überflutung kann ihr nichts anhaben. Gut, ja. Der Auftrag war, hier einen Makrognemus zu modellieren. Und dafür haben wir als Vorlage ein Iguana bekommen. Aus den in Abu Dhabi und Zürich gewonnenen Erkenntnissen entsteht bei Primehouse Productions nun die Animation unseres kleinsten Spurenerzeugers, Makrognemus. Gerade bei den Füßen habe ich jetzt gesehen, dass da ja nun wirklich ganz viele Punkte gesetzt werden müssen. Aufgrund der fehlenden Schwanzschleifspur hat Kajus Dietrich entschieden, dass Makrognemus den Schwanz nicht schleifen lässt, sondern schweben trägt. In der Seitenansicht kannst du auch noch mal laufen lassen. In seinem Bewegungsablauf ist unser Computerwesen dem Iguana jedoch genauestens nachempfunden. Oh ja, mal von unten. Können wir den von unten laufen sehen? Ja, das ist ja scharf. Ja, das ist ja noch besser. Jetzt erst erhält Makrognemus am Computer Augen, Zunge und schließlich eine Haut, die in ihrer Beschaffenheit wieder der Haut einer Eidechse ähnelt. Doch jetzt beginnen die Unsicherheiten. Na ja, okay. Gehst mal in den Hals und dann vielleicht zu den Beinen. Ja, das ist auch gut. Hier, dass wir eine Farbtextur mit reingebracht haben, das finde ich auch gut. Die werden sicherlich irgendwie, wie moderne Eidechsen, schon eine gewisse Tarnung gehabt haben. Besonders, wenn sie in einem Wattbereich da gelebt haben. Als letztes wird Makrognemus von Erik Werner in die Umgebung eingesetzt. Makrognemus ist ein Reptil, das also nicht mit den Dinosauriern verwandt ist.
auch nicht mit den heutigen modernen Eidechsen. Das ist eigentlich eine frühe eidechsenartig aussehende Reptilgruppe, die auch am Ende der Triaszeit ausstirbt. Das ist es also, unser erstes Tier. 3 Spurenfolgen insgesamt befinden sich auf der Steinplatte. Wir lassen 3 Makrocnemi entsprechend dieser Spurenfolgen laufen. Der Eindruck ist verblüffend. Es wirkt, als würden die 3 Tiere nach etwas suchen, vielleicht sogar jagen. Aber was? Ja, die nächste Spur ist ganz anders. Die sieht gar nicht aus wie eine Reptilspur. Wir sehen hier einen bohnenförmigen tiefen Eindruck. Davor einen selbigen, aber der ist etwas schwächer eingedrückt. Und wenn wir hier diagonal rübergehen, haben wir das gleiche nochmal. Einen sehr tief, davor einen gering eingedrückten. Und wenn wir wieder diagonal rübergehen, haben wir das gleiche. Also hier haben wir sozusagen immer 2 bohnenförmige Eindrücke hintereinander. Das hat natürlich nichts mit einer Reptilspur zu tun. Diesmal ist die Suche einfach. Wir sind in Dubai. Im Aquarium des Wüstenstaates werden wir fündig. Der Erzeuger der Spur ist ein seltsames Tier, das noch gar nicht ausgestorben ist, sondern seit der Urzeit auf der Erde lebt und aussieht wie ein schwimmender Stahlhelm. Der Pfeilschwanzkrebs. Der Pfeilschwanzkrebs ist so robust, weil sein Blut nicht auf Eisen, sondern auf Kupfer beruht. Damit ist er gegen viele Krankheiten und Parasiten anderer Lebewesen in einem Aquarium resistent. Auf unserer Steinplatte befinden sich die Spuren von Makrocnemus und dem Pfeilschwanzkrebs direkt nebeneinander. Hat Makrocnemus den Pfeilschwanzkrebs vielleicht gejagt? Der Körper ist sehr einfach. Der Panzer hat nur ein einziges Gelenk und das ist hier. Die Panzerung ist sehr dick und extrem schwierig aufzubrechen. Und man kann auch sehen, dass er nur sehr wenig Fleisch hat. Also eigentlich wird dieses Tier nur sehr selten von anderen Tieren gejagt. Der Pfeilschwanzkrebs lebt vor allem im Wasser. Natürliche Feinde hat er nicht. Aber was hat er dann auf dem Strand gemacht? Man kann oft beobachten, wie Pfeilschwanzkrebse zur Paarung auf den Strand krabbeln und dort lange Ketten bilden. Und auf dem Strand legt jeder einzelne Krebs zwischen 60 und 100.000 Eier ab. Bis 100.000 Kaviar-ähnliche Eier, gelegt von einem einzigen Tier. Und auf dem Strand waren vielleicht hunderte der gepanzerten Krebse, die hier mit der Flut ihren Nachwuchs abgelegt haben. Ein Festmahl für einen Makrocnemus. Das wäre die Erklärung, warum wir vielleicht so viele Fußspuren von Makrocnemus finden, der wohl dann systematisch, speziell, eventuell dann sich auf diese Eier von den Pfeilschwanzkrebsen spezialisiert haben könnte. Um den Pfeilschwanzkrebs und seinen Bewegungsablauf für unsere Computeranimation verwenden zu können, filmen wir ihn auf einem neutralen Untergrund. Am Computer in Berlin werden die Pfeilschwanzkrebse nachgebildet, digital vervielfältigt und auf den schon fertigen Strand gesetzt. Die vollständige Szene ergibt sich nun fast von selbst. Die 3 kleinen Makrocnemi laufen über den Strand. Sie suchen den Boden zwischen den Pfeilschwanzkrebsen ab und genießen die nahrhaften Bissen. Die kleinsten Spuren sind entschlüsselt. Doch Kajus Dietrich hat in Bernburg noch mehr entdeckt. Da ist eine Fußspur, eine zweite. Und plötzlich haben wir hier ganz verschiedene Eindrücke. Die gehen bis hierhin.
Und anscheinend geht er dann nach da oben raus. Tatsächlich ist das anscheinend eine Trampelstelle und das ist relativ einmalig bisher im fossilen Beleg für solche Chirotherium-Spuren. Diesmal führt uns die Suche nach Paris. Im Naturkundemuseum bekommen wir ein Fossil gezeigt, das zu unserer Fußspur passen soll. Kaum größer als Macrocnemus. Dieses kleine Tier soll der Verursacher unserer Spur sein? Das ist ein Tier, das noch nicht vollständig erwachsen war. Man kann es ganz einfach daran sehen, wenn man dieses Skelett anschaut. Beachten Sie vor allem diesen Bereich unterhalb des Schädels. Man kann hier sehr gut die Schulterplatte erkennen. Bei erwachsenen Tieren sind diese Teile zusammengewachsen. Und das ist hier nicht der Fall. Hier sind sie noch sehr weit auseinander. Bei erwachsenen Tieren ist diese Schulterplatte viel knochiger und massiver. Chez adultes, comme chez les dinosaures, par exemple, pour former un seul os massif. Eupacheria. Als erwachsenes Tier war es also bedeutend größer, bis zu 2 Meter lang und zudem viel gefährlicher, als es auf den ersten Blick scheint. En effet, on peut avoir quelques. Man kann über den Schädel Informationen bekommen. Insbesondere von den Zähnen, die gebogen sind, so dass sie schneiden können. Gezackt wie ein Küchenmesser. Also dieser Typ Zähne wird oft bei Fleischfressern gefunden, insbesondere bei den heutigen Krokodilen. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, bei Tyrannosaurus. Dieses Tier, Eupacheria, ist ein Reptil. Wie die meisten Reptilien müsste dieses Tier eine Schuppenhaut gehabt haben. Auf jeder Reihe seines Rückgrates hatte es solche Schuppen. Die haben sich gegenseitig überdeckt und waren ein Schutz gegen Feinde. Eupacheria, ein gefährlicher und krokodilähnlicher Räuber. Doch wie er genau ausgesehen hat und wie er sich bewegte, das lässt sich aus dem kleinen Skelettfund in Paris nicht rekonstruieren. Wir sind in Prag. Hier lebt der Zeichner George Teichmann, Künstlername Ronaldinho. Seit vielen Jahren spezialisiert auf das Rekonstruieren ausgestorbener Tiere. Die meisten Tiere kennt man so gut, auch die Mammuts sind schon so bekannt und ihre Bewegungen sind wie die eines Elefanten. Aber was wir hier machen, ist etwas völlig Neues und es überrascht mich nicht, dass es nur wenige Künstler gibt, die sich das zutrauen. Ronaldinhos Aufgabe? Vergleichbar mit der eines Phantomzeichners bei der Polizei. In enger Abstimmung mit Kajus Diedrich rekonstruiert er das Tier aus den in Bernburg gefundenen Fährtenfolgen. Wir gehen von den Spuren aus, die seit Millionen von Jahren konserviert sind, und daraus rekonstruieren wir das Tier. Das ist neu. Und ich genieße es richtig, weil das Ergebnis viel näher an die Wirklichkeit kommt, wie das Tier einmal ausgesehen hat. Vielleicht zu 80 oder 85%. Zuerst entsteht so die Ansicht des Tieres von oben. Dann erst folgt die Seitenansicht und schließlich die Details. Wenn es um die Haut geht, suche ich einfach nach dem engsten noch lebenden Verwandten, auch bei der Panzerung. So wie bei Krokodilen, die ja auch eine Panzerung haben.
Es ist ziemlich anstrengende Arbeit. Es ist wie bei einem Puzzle. Ich suche kleine Teile und puzzle sie zusammen. Die Unsicherheit, wie dicht die Rekonstruktion an der Realität ist, bei George Teichmann schwingt sie immer mit. Langfristig weiß man nie, wie korrekt das Bild ist. Es kann ja auch sein, dass es neue Erkenntnisse gibt. Ein neues Skelett wird gefunden. Dann muss man wieder von vorne beginnen. Am Computer in Berlin entsteht nun, nach Macrocnemus und dem Pfeilschwanzkrebs, das dritte Tier, Euparkeria. Und wie bei den Zeichnungen geht es auch hier darum, Euparkerias Gang mit den gefundenen Fußspuren in Einklang zu bringen. Ich hatte den ja erst mal so animiert, dass er etwas breitbeiniger gelaufen ist. So vom Gefühl her hätte ich schon gedacht, dass er da einen besseren Stand hat. Das macht natürlich das jetzt so spannend, dass wir dann die Tiere mal so laufen lassen können, wie sie auch gelaufen sind. Und damit haben wir einen doppelten Abgleich. Wir können den Archosaurus, unser Euparkerer, erstmals ganz neu als 3D-Modell darstellen. Und wir können auch richtig laufen lassen. Euparkeria fertig animiert. Ein gefährliches Raubtier, etwa so groß wie ein moderner Löwe. Also, ich würde mehr als Respekt haben. Ich würde also einen sehr großen, weiten Bogen drum machen. Denn A hat er sehr scharfe, also wirklich messerscharfe Zähne gehabt, die wirklich zum Fleisch herausschneiden und eben zum Beutejagen geeignet sind. Aber nicht zum Zerkauen. Also, er kann nur Beute sozusagen schlagen, schnell zerkleinern, zerschneiden und dann herunterschlucken. Und beim Körpergewicht, wenn wir von 150, vielleicht maximal 200 Kilogramm ausgehen, naja, dann ist das wie bei einem Krokodil, da sollte man auch Respekt vor haben. Nur ist unser Euparkeria schneller als ein Krokodil, denn er hat hohe Läufe. Er ist sozusagen ein hochbeiniges Krokodil. Was hat Euparkeria getan auf dem Saurierstrand vor über 240 Millionen Jahren? Also das Tier kommt aus dieser Richtung, hält an. Nur können wir aus den Spuren nicht genau feststellen, was jetzt Vorderfuß, Hinterfuß ist oder wie er sich auf der Stelle bewegt. Bisher kennt man eigentlich nur Spurenfolgen, aber dass ein Tier an einer Stelle anhält und dann anscheinend hier herumtrampelt oder vielleicht eben sich auf die Hinterbeine stellt und mit den Vorderbeinen sich bewegt. Das kennt man bisher aus Deutschland und aus anderen Fundstellen nicht. Folgt man der Spur des Euparkeria ein paar Meter weiter, stößt man auf völlig andere Abdrücke. Fußabdrücke größer als die eines Elefanten. Ist dies die Erklärung? Hat hier eine Begegnung stattgefunden? Und zwar haben wir jetzt nun den Kreuzungspunkt von den zwei verschiedenen Tieren. Einmal haben wir hier die Fährte, die nächste und dort die nächste von unserem Archosaurier, dem wahrscheinlich der Euparkeria, die ja von der Trampelstelle dann hier rüber geht. Und dabei kreuzt sie eine viel, viel größere Spur, die wir in der Mitte sehen. Und diese Spur ist dreimal bis viermal sogar so groß. Wir sind wieder in Zürich. Hier liegt das Skelett des größten jemals in Europa gefundenen Raubsauriers aus der in Frage kommenden Zeit. Ist er der Erzeuger der gewaltigen Spur? Also das ist ein Skelett von Ticinosuchus, ein recht großer landlebender Saurier, den man am Monte San Giorgio gefunden hat. Wir sehen den Schädel,
ganz flach gedrückt, aber mit einer Reihe von scharfen Zähnen. Vorne und hinten haben diese Zähne Sägekanten. Das war ein Jäger, das Tier hat gejagt. Und eben, da wäre zum Beispiel neben anderen, eben neben Aas oder anderen kleineren Tieren, wäre dieser Makrocnemus wäre eine Beute gewesen, eine sehr schnelle Beute, die schneller war als dieses Tier. Aber vielleicht war es ausdauernder, konnte längere Zeit verfolgen. Vom Museum in Zürich ist Beat Scheffold beauftragt, ein kleines, aber wirklichkeitsgetreues Modell des Tieres zu erstellen. Ich brauche zuerst einmal ein Gesicht, das mich anschaut, dass ich wie das Gefühl habe, aha, das ist jetzt mein Tier, das ich jetzt weiter bearbeite oder erstelle oder wie man dem sagen will. Und das gibt einem einfach viel mehr Anregung, wenn einem das Tier anschaut, als wenn man an einem Stück Styropor oder so herumschleift. Das ist einfach nicht dasselbe. Die Wissenschaftler in Zürich, sie stehen vor denselben Problemen wie wir. Wenn man es platt als Fossil irgendwo findet, ist es für Laien teilweise extrem schwer, auch für uns manchmal extrem schwer, aus diesem Gematsche von Knochen ein Tier zu erkennen. Das ist ja auch der Reiz an der Geschichte, dass andere Leute das vielleicht ganz anders rekonstruieren. Was ich aber auch schon gesehen habe, ist, dass die unabhängigen Kollegen, die ich zum Beispiel gar nicht kenne, ähnliche Rekonstruktionen, also zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, ohne dass sie irgendwo abgeschaut hätten oder so. Und das ist dann wieder etwas, das noch ziemlich verblüffend eigentlich ist, dass das so funktioniert. Ticinosuchus. Zu dem von uns entwickelten Szenario passt der Raubsaurier bestens. Er könnte ausgesehen haben wie ein großer Bruder des uns schon bekannten Eupacheria. Er könnte Jagd gemacht haben auf die kleinen, flinken Makrocnemi. Doch passt die in Bernburg gefundene Spur tatsächlich zu diesem Erzeuger? Wenn man die Hand- und Fußskelette anschaut, dann passt dieses Skelett recht gut dazu. Nach dem Skelett war das Tier etwa 2,5 Meter lang. Wahrscheinlich gab es auch etwas größere Tiere, aber die kennen wir nicht. Nur 2 bis 3 Meter war Ticinosuchus groß. Die in Bernburg gefundene Fußspur deutet aber auf ein Tier von mindestens 5 Metern Länge hin. Wir haben da eben höchstens Vergleiche mit etwas älteren, geologisch älteren Verwandten aus Amerika. Die wurden bis 6 Meter lang. Unsere Suche geht weiter. Nur an einem einzigen Ort auf der Welt ist jemals ein Skelett ausgegraben worden, das größer ist als Ticinosuchus und zugleich so alt wie unsere Fußspur. In Phoenix, Arizona. Diese langen Stacheln sind ziemlich cool, oder? Wir wussten nichts von ihnen, bis wir dieses Skelett fanden. Es könnte dafür 3 Erklärungen geben, zum Beispiel zur Verteidigung. Es ist schwieriger, auf seinen Rücken zu springen mit diesen langen Knochen. Eine andere Erklärung, es könnte einfach eine Displayfunktion gehabt haben. Das Tier wirkt größer, es sieht imposanter aus. Vielleicht, um andere Raubtiere abzuschrecken. Oder um ein Weibchen anzulocken und ihr zu imponieren. Und die 3. Hypothese, die über die Jahre entwickelt wurde, es war zur Regelung der Körpertemperatur. Regelung der Körpertemperatur. Für ein Tier dieser Größe, das sich nicht wie die kleinen Echsen vor der Sonne in Erdspalten flüchten kann, ist das in der Wüste überlebensnotwendig. Möglicherweise hat sich das Tier parallel oder quer zur Sonneneinstrahlung gestellt und konnte sich so abkühlen oder erwärmen, je nach Bedarf.
Arizonasaurus, wie geschaffen für ein Leben in der Wüste. Ist das Rätsel um den Bernburger Fußabdruck damit endlich gelöst? Da beim Arizonasaurus Fuß- und Handknochen nicht erhalten sind, ist ein letzter Abgleich mit unserer Fußspur unmöglich. Robert McCord hält es trotzdem für möglich, dass sein Arizonasaurus oder ein enger Verwandter auch in Europa seine Spuren hinterlassen hat. Die Fossilien aus dieser Zeit, der Trias, sehen sich weltweit ziemlich ähnlich. Und besonders die aus Europa und Nordamerika weisen große Ähnlichkeiten auf. Dieses Tier war aber kein Strandbewohner, es war ein Landräuber. Anders als moderne Krokodile, die ja hauptsächlich faul am Strand abhängen. Dieser Kerl ist umhergezogen, um Beute zu machen. Er war der gefährlichste Fleischfresser seiner Zeit, der König der Tiere. Der König der Tiere, etwa 5 Meter groß. Auch wenn es keinen letzten Beweis gibt, das könnte das Tier sein, nach dem wir gesucht haben. Doch wie hat er ausgesehen, der Arizonasaurus mit seinem prächtigen Rückenschild? Mir kämen sofort die grün-braun-Schwarztöne eines Krokodils in den Kopf. Aber das ist eine ziemlich konventionelle Spekulation. Das Tier könnte genauso gut ein farbiges Aussehen gehabt haben. Zum Beispiel, wenn das Rückenschild eine Displayfunktion gehabt hat. Wenn sie nicht so konservativ sind, sondern es etwas wilder mögen, machen sie es doch rot. Ich könnte Ihnen nicht beweisen, dass es falsch ist. Diesmal ist es kein Knochengematsche. Diesmal ist die Anatomie des Tieres gut zu erkennen. Sie in ein 3D-Modell zu übertragen, stellt kein Problem dar. Und so könnte er ausgesehen haben, der Arizonasaurus. Entworfen von Alexander Haß und Erik Werner. Bei Hautstruktur und Farbe hat sich Caius Diedrich für die konservative Variante entschieden. Über die Hautstruktur, über die Farbe wissen wir natürlich nichts, denn wir kennen nur die Knochen, wir kennen auch die Spuren. Aber wir kennen eben nichts, was uns eine ganz genaue Rekonstruktion ermöglicht. Von daher sind wir da etwas auf künstlerischer Freiheit bzw. eben auf moderne Reptilien angewiesen. Im Hintergrund lauert bereits Eupacheria. Der Raubsaurier, mit dessen Spur sich die Fußabdrücke des Arizonasaurus kreuzen. Eine Begegnung im Watt. Und damit stellt sich die Frage, wenn sich eventuell solche großen Reptilien treffen, ja, was macht oder wie ist das Verhalten dann eines Eupacherias? Denn wenn wir wissen, dass es ein Raubsaurier ist, jagt er alleine. Wie jagt er, wie verhält er sich? Solche Trampelstellen sind bisher an anderen Fundstellen nicht bekannt. Das also könnte die Erklärung für die Trampelstelle sein. Der Eupacheria hält an. Überhaupt dieses, was kann er jetzt machen? Er sieht eben dieses andere Tier, er wird nervös, scheut. Da musste ich mich ja erstmal reinfühlen und gucken, was da funktionieren könnte. Er muss wahrscheinlich tatsächlich aus seiner Hauptrichtung geschwenkt sein, in eine, also rechts oder links, hat dann da vielleicht mehrfach getrampelt und ist dann weitergelaufen. Ich glaube nach rechts, also man sieht es das so, dass er kommt an, er kommt an, so. Ja. Und dann sieht man, dass die Trampelstelle, die Trampelspuren sind so in dem Bereich. Genau, die sind weiter rechts. Er springt hoch und geht dann so zu der Seite. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das sieht man von der Seite auch nicht so. Ja. Ein bisschen mehr Freiheit. Da haben wir beide Freiheiten. Das ist Interpretationsfreiheit, das können wir tatsächlich nicht genau festlegen. Der große Arizonasaurus dagegen scheint sich um den kleineren Eupacheria gar nicht zu kümmern. Unbeirrt stapft er geradeaus. Wenn er aber tatsächlich schnurgeradeaus gelaufen ist, was man auch annehmen könnte,
dann wäre das wahrscheinlich einfach zu erklären, denn immerhin ist der Arizonasaurus der größte der damaligen Zeit gewesen. Also das ist sozusagen der Elefant. Und der Elefant, ein ausgewachsener Elefant, den interessiert nicht, ob da nun ein Raubtier unbedingt alleine vorbeikommt, ob da ein einzelner Löwe oder eine Hyäne vorbeikommt, das interessiert ihn nicht. Wenn natürlich dann mehrere Prädatoren um ihn herum stehen, sieht es anders aus. Aber bei einem Einzelprädator kann man davon ausgehen, dass er ihn fast nicht beachtet, denn er weiß, die Chance, dass er von diesem tatsächlich angegriffen wird, ist eigentlich fast null. Wohin Arizonasaurus seinerseits unterwegs ist, muss Spekulation bleiben. Wir wissen mehr und mehr, dass auch große Dinosaurier Strandbereiche für Migration benutzt haben, also große Wanderungen. Denn es gibt keine einfachen Bereiche, an denen man wunderbar schön große Distanzen zurücklegen kann. Keine Berge, keine Vegetation. Man läuft einfach immer schön am Strand. Mit der Rekonstruktion des Arizonasaurus geht unsere Suche nach dem Saurierkot ihrem Ende entgegen. So also sieht, nach ausgiebiger Recherche und einer Reise um die halbe Welt, die fertige Szene aus. Ein Blick in die Welt vor 240 Millionen Jahren. Tausende Pfeilschwanzkrebse legen auf dem Strand ihre Eier ab. Drei kleine Makrocnemi laufen über den Strand, um nach den Eiern der Pfeilschwanzkrebse zu suchen. Für sie ist es ein Festmahl. Dann betritt Eupakeria die Bühne. Vielleicht ist er auf der Jagd nach den kleinen Makrocnemi. Doch an diesem Tag hat er kein Glück. Die Makrocnemi sind schneller als er. Stattdessen trifft er auf ein gewaltiges, fast 6 Meter langes Monster, den König der Saurier dieser Zeit. Zu einem Kampf kommt es nicht. Zu groß ist der Respekt des krokodilähnlichen Räubers vor der Größe und dem gewaltigen Rückensegel des Arizonasaurus. Ich denke, dass da nicht so viel Interpretation mehr dabei ist, sondern schon versucht wurde, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Aber es war eigentlich eine gute Mischung aus Vorgabe und dem, was wir dann gezeigt haben, dass das gut gepasst hat. Da wir nun sehr intensiv und viel dort studiert haben, das heißt, wir nun viele Spuren kartiert haben und wirklich bis zum Maximum gegangen sind, Informationen herauszuholen, dann noch den zweiten Teil eben des Aktualismus hineingebracht haben, der ja ganz maßgeblich wichtig ist, um eben auch abzugleichen, kann es so gewesen sein oder nicht, würde ich mal schon sagen, dass wir bei einer fast 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit des Modells dieser Landschaft und das, was dort passiert, nun tatsächlich hinkommen. Und da waren wir vielleicht bei 15% vorher, bevor wir Bärenburg-Fundstelle kannten. Und wie geht es weiter? Sind nun wirklich alle Rätsel gelöst? Oder hält das Gestein noch andere Überraschungen bereit? Wenn wir noch mal eine große Fläche freilegen können, dann hoffe ich natürlich, dass wir wieder große Spuren finden. Und dass wir vielleicht den Weltsensationsfund machen, nämlich am Ende der Spur dann das Skelett des Spurenerzeugers finden. Das gibt es nämlich noch nicht. Man findet eigentlich immer nur die Spuren alleine oder die Skelette und die meistens in den verschiedenen Fundschichten. Das wäre also schon ein toller Erfolg, denn Potenzial hätten wir schon an der Fundstelle, dass die Knochen auch erhalten bleiben. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.
Immer tiefer fressen sich die Bagger in das urzeitliche Gestein, das nun zu Zement oder Straßenschotter verarbeitet wird. Die Felswand, aus der Caius Dietrich die Spurenfolgen freilegen und bergen konnte, ist längst zu Staub zermahlen. Und so bleibt ungewiss, ob der Erzeuger unserer großen Spur nicht schon bald unentdeckt im Fundament eines Hochhauses oder unter einer Autobahn begraben liegt. Thank you.